Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister! Ich werde vielleicht ein bisschen anschließen an das, was der vorhergegangene Tagesordnungspunkt gebracht hat. Der war nämlich über weite Teile gezeichnet von einer Realitätsverweigerung. Diese Realitätsverweigerung hat bei manchen Fraktionen meiner Ansicht nach bedenkliche Ausmaße erreicht. Wenn ich also die Wortmeldungen der NEOS hier mir Revue passieren lasse, dann wird einfach so getan, als ob Einwanderung, als ob Masseneinwanderung, als ob Asylmissbrauch alles nichts zu tun hätte mit der Entwicklung in Österreich, nichts zu tun hätte mit den Krisen, nichts zu tun hätte mit den finanziellen Problemen, nichts zu tun hätte mit der Verschlechterung des Gesundheitswesens. Als ob es völlig irrelevant wäre für das Angebot im Gesundheitswesen, wenn da 100 oder 105.000 oder 200.000 Leute dazukommen, die so gut wie nichts in dieses System einzahlen. Wir haben von Zahlen gehört, die absurd verzerrend dargestellt war. Die eine Kollegin von der SPÖ hat uns zum Beispiel weisgemacht, dass die Ausländer viel mehr in das Pensionssystem einziehen, als sie entnehmen. Ja, wissen Sie, warum das zustande kommt? Weil die Ausländer in der Regel nicht als Pensionisten, sondern als Arbeitskräfte einwandern. Im Laufe ihres Arbeitslebens aber üblicherweise österreichische Staatsbürger werden und die Pension dann als österreichische Staatsbürger beziehen. Dadurch haben sie einen relativ hohen Bezugsanteil von Österreichern bei der Pension. Aber das ändert ja nichts daran. Wenn ich die Ausländer als Ausländer einzahlen lasse, dann werden sie Österreicher, dann fallen sie aus dem System raus und dann beziehen sie auf einmal nichts. Dann komme ich natürlich zu absurden Systemen. Aber, Frau Kollegin, ja, ich verstehe das schon. Sie wollen nur die Statistiken nicht korrekt darstellen und richtig lesen. Ja? Aber ich komme jetzt zurück zum außenpolitischen Bericht. Thema Realitätsverweigerung. Der außenpolitische Bericht ist wie immer sehr informativ und gut und hat also zu Recht ein Drittel seines Platzes der Europafrage gewidmet. Österreich in der Europäischen Union, das stimmt. Aber gerade diese Teile sind so geschrieben, unabhängig davon, was der Herr Außenminister sagt und was viele andere von den Regierungsparteien gesagt hätten, als ob sie vom Kollegen Strolz oder meinetwegen vom Ottmar Karas geschrieben würde. Das Jahr 2015 war das Jahr, wo uns allen, ausgenommen vielleicht vom Kollegen Strolz ja, und einigen anderen, klar werden musste, dass in der Europäischen Union im ganzen System der Wurm in einer Weise drinnen sitzt, dass wir aufschreien müssen. Da zur Tagesordnung übergehen und weiterhin die üblichen Phrasen wie in den Vorjahren hineinschreiben von nur lösbar im Rahmen des europäischen Konzeptes und Stärkung der europäischen Idee und so weiter, das ist Realitätsverweigerung. Und das ist der Grund, warum dieses Kapitel, ich möchte Sie nicht propagandistisch jetzt überhöhen, aber fast strolzianisch ist. Ja? Und das ist einem gewissen Konflikt zu den Äußerungen des Außenministers, die er auch gestern gemacht hat, wo er selbst klargestellt hat, hier ist eine Reform, nämlich bei der EU, an Kopf und Gliedern unvermeidlich. Das ist ja jedem klar. Das ist ja jedem klar. Außer vielleicht noch einmal dem Kollegen Strolz. Das ist meine letzte Erwähnung. Das ist meine letzte Erwähnung. Ich hoffe, also wir kriegen da also ein entsprechendes, wir kriegen das PR-Angebot zurück. Gehen wir mal hinein zu dieser Problematik Masseneinwanderung. Die führt dazu, dass Europa sein Gesicht in einer Weise ändert, die unübersehbar ist. Wir sind dabei, dass Städte in Österreich, in Deutschland sich angleichen den Städten in Frankreich, sich angleichen Lyon, Grenoble, Lille, dem Norden Frankreichs. Wer das will, der soll das sagen. Wer das will, dass weite Teile Europas sich in Exklaven der dritten Welt verwandeln, der soll das sagen und soll den Leuten reinen Wein einschenken. Wer das wegdiskutieren will oder nicht zur Kenntnis nehmen will und sagen, wir reden über das gar nicht, das ist Hetze, Ausgrenzung, Ärmste gegen Ärmste anspielen, wir müssen nur integrieren, der soll das auch den Leuten offen sagen. Die sagen, ich sehe das Problem gibt es nicht, die Städte schauen zwar anders aus, aber das ist viel besser als früher. Dann ja, wenn ich sage, wir haben ein Recht, nicht zu Lille, Grenoble oder Saint-Denis im Norden von Paris zu werden, ich hoffe, die sind mir nicht böse, diese erwähnten Städte, dann muss ich hier Maßnahmen verlangen. Und dann muss ich die Schuldigen nennen. Und die Schuldigen sind zu einem großen Teil die völlig versagenden EU-Institutionen. Ich kann nicht von Grenzschutz reden und von Grenzsichern und von Herstellen der Souveränität über die Grenze als Mittel gegen die Masseneinwanderung, wenn ich gleichzeitig alle möglichen Ansätze und Anreize setze,
damit die Leute hierher kommen. Wir haben ja das perverse System, dass wir auf der einen Seite alles machen, um sie anzulocken, die Botschaft geben, wer hier ist, der bleibt hier. Siehe zum Beispiel Ceuta jetzt in den letzten Tagen. Die Grenze wird gewaltsam aufgebrochen. Die Leute sind in der Europäischen Union und bleiben da. Und bleiben da. Glauben Sie, irgendwo in der Europäischen Union hat es Maßnahmen oder Druck gegeben, dass die Spanier die nach Marokko zurückschicken? Glauben Sie, irgendwo ist man an die marokkanische Regierung herangetreten und hat gesagt, Freunde, ihr habt jetzt 24 Stunden, klein A, diese illegal gewaltsam in die Europäische Union eingebrochenen wieder zurückzunehmen, klein B, eure Grenze zu sichern und das und künftighin zu verhindern. Sonst gibt es klein A, keine Hilfe im Rahmen der Mittelmeerunion, minus 700 Millionen pro Jahr für Marokko, klein B, Ende des Freihandelsabkommens. Und ich wage zu behaupten, Marokko würde innerhalb von 24 Stunden all dem zustimmen. Es ist evident, dass die Institutionen der Europäischen Union nicht bereit und nicht daran interessiert sind, Europa, seine Grenzen, seine Interessen, seinen Sozialstaat und so weiter zu verteidigen. Es ist daher auch evident, meiner Ansicht nach zumindest, dass in einem außenpolitischen Bericht dieses Versagen erwähnt werden muss. Das Jahr 2015 ist das Kulminationsjahr des Versagens. Niemand, ich sage noch einmal, außer einigen Totalrealitätsverweigerer, deren Namen ich nicht noch einmal nennen will, ja, kann das übersehen. Und ich glaube, in Österreich ist es die Regierung dem Volk schuldig, dem Parlament, und die Parlamentarier sind es den Bürgern schuldig, dass sie diese Dinge beim Namen nennen. Deswegen. Und damit komme ich schon zum Ende, es ist rot, können wir diesen außenpolitischen Bericht nicht zur Kenntnis nehmen. Danke. Johannes Hübner von der FPÖ hält 2015 für den Höhepunkt des Versagens Europas und der europäischen Institutionen. Die FPÖ wird den Bericht nicht annehmen.